Die UEFA Nations League ist zurück mit dem Kracher Deutschland in der Ukraine. Zur besten Sendezeit am Samstagabend. Mann, war das ein Spiel. Deutschland gegen die Türkei. Wer hat's nicht geliebt? Der hat den Fußball nicht geliebt. 3 Tore geschossen, die Deutschen 3, aber auch reingekriegt. Und jetzt geht's in die Ukraine. Und die hat auch ganz schön auf die Mütze gekriegt von den Franzosen. Die haben kassiert. 7 Gegentreffer gegen Frankreich. Deutschland hingegen kassiert ganz gerne in der Nachspielzeit schon das x-te Gegentor in der 90. Minute plus x. Also das Spiel Deutschland-Türkei, wir haben ja im Vorfeld gesagt, das geht sogar vielleicht eher in Richtung Türkei. Dafür war dann Deutschland nicht ganz so verkehrt. Die Spieler, die aufgelaufen sind, da war alles dabei, was keinen Rang und Namen hatte. Wir hatten einen Tribünenspieler von Chelsea, einen Bankspieler von Dortmund, noch einen Bankspieler von Dortmund in der Startelf bzw. in den 90 Minuten gesehen. Also das war schon schwere Kost und auch irrsinnig vor 300 bestimmt zugedröhnten Kölner Fans. Sonst gibt es ja auch keinen Grund, jetzt ins Stadion zu gehen. Jetzt geht es in die Ukraine. Die sind, man höre, sehe und staune, in der Nations League vor uns, Radek. Wer ist denn jetzt eigentlich Favorit? Ja, wenn es nach der Tabelle geht, dann wahrscheinlich die Ukraine, weil die auch Heimvorteil hat. Aber die haben natürlich auch Probleme, wie die 7-1-Niederlage gegen die Franzosen gezeigt hat. Denn die haben 6 Corona-Fälle im Team gehabt und die meisten oder fast alle davon waren von Meister Schachtja Donetsk. Also damit hat natürlich viel Qualität im Team der Ukraine gefehlt. Und Trainer Andrei Schewtschenko konnte nicht aus dem Vollen schöpfen in diesem wichtigen Testspiel gegen die Franzosen. Jetzt geht es aber gegen Deutschland und da wird auch Joachim Löw wieder auf seine Bayern-Spieler wie Joshua Kimmich zurückgreifen und natürlich müssen die Deutschen dieses Spiel gewinnen, aber das ist bei der Quote natürlich eine absolut lahme Wette, denn lahm hat sich ja auch Deutschland präsentiert gegen die Türkei, also mit ein paar besseren Spielern auch, aber irgendwie die letzten 3 Spiele alle unentschieden bei den Deutschen, da ist ein Sieg natürlich Pflicht, aber ein Selbstläufer wird das nicht unbedingt. Ja, vor allem frage ich mich, wo die Motivation der Spieler herkommen sollte. Also man muss sagen, ich würde auch hier nicht auf den Deutschland-Sieg gehen. Allerdings die Verletzungssorgen oder die Unwissenheit, wer dann tatsächlich auflaufen wird bei Ukraine, spricht dann auch dagegen, auf Ukraine zu setzen. Das wiederum könnte den Ball zu Deutschland rüberbringen gerade. Schewtschenko, was wir gesehen haben, musste seinen 45 Jahre alten Torwarttrainer als Ersatz berufen. Also das Ganze macht nicht so viel Sinn. Ja, also 2 Tore Vorsprung sollten die Deutschen schon hinkriegen, da stimme ich dir zu. Ich würde auf keinen Fall so hirnlos sein und irgendeine Wette auf eine Mannschaft geben, die gerade 7-1 verloren hat. Nicht mein Stil, aber auf Deutschland, ja, wenn man wettet, dann muss man Asian Handicap minus 1,5 wetten, dass sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Das sollte doch drin sein, aber mir fehlt zu dieser deutschen Nationalmannschaft absolut die Leidenschaft seit dem WM aus 2018, deswegen will ich auf die gar nicht setzen und habe da auch überhaupt keine Emotionen bei diesem Spiel. Mhm. Nicht umsonst ist ja mein Name seit 2004 bereits Radek, als die Deutschen schon mal so mies bei einer Europameisterschaft abgeschnitten haben. Und Radek ist nachtragend, oder wie es heißt, absolut. Bei Game of Thrones, ein Radek vergisst nie. Lass uns doch vielleicht mal die Tore anschauen. Also einfach nur. Ich wollte jetzt sagen, vielleicht haben wir am Sonntag noch interessantere Spiele wie Irland gegen Wales. Da schlägt mein irisches, möchte gern irisches Herz, weil ich gerne irische Volksmusik mag. Dropkick Murphys oder Flogging Molly. Bei Bosnien gegen Niederlande habe ich mehr Emotionen, weil die Niederlande zumindest Fußball spielt, schöneren als die Deutschen zumindest.
1-0 Niederlage gegen Mexiko. Ich meine, es sind Freundschaftsspiele, aber die Niederländer, die haben jetzt bestimmt auch nicht so die riesigen Böcke, da nach Bosnien und Herzegowina zu reisen. Also für mich sind das alles so Sachen, wo du sagst, Finger weg vom reinen Siegwetten, vom Asian Handicap-Wetten. Wenn man vielleicht im Toranzahlbereich etwas findet, dann können auch so Spiele der Kleinen interessant sein. Wenn du sagst, hey, Litauen, Weißrussland, da spielen ja teilweise überall derzeit wegen diesem Corona-Schmarrn B- und C-Elfs, weil der darf nicht, der will lieber geschont werden. Das heißt, so richtig Qualität ist da nicht drauf. Und das kann dann schon interessant sein, dass man vielleicht auch bei mehreren Spielen von kleinen Teams auf über 1,5, über 2,5 Tore geht. Das sind so meine Empfehlungen, die ich auch persönlich anspielen werde. Deutschland, Ukraine würde ich da übrigens außen vor nehmen, weil da kann es in alle Richtungen gehen. Meine Prognose zum Beispiel für Deutschland, Türkei wäre eher gewesen, es fallen wenig Tore und dann waren es ja doch 6 Stück. Die fehlende Qualität wird dieses Wochenende dazu führen, dass viele Tore fallen. Das ist eine gute Argumentation, gefällt mir auch. Ist halt die Frage, welche Quoten dann auf diese über 2,5 Wetten gegeben werden. Also bei den Kracher, den du gerade erwähnt hast, habe ich jetzt keine attraktiven Quoten gefunden in dem Bereich. Also es gab keine, die angezeigt werden, weil das Spiel erst am Samstag ist und bis dahin die Buchmacher anscheinend erst die Quoten produzieren müssen. Oder ich muss hier auf volle Spielzeit gehen, das war es wahrscheinlich. Genau, dann haben wir hier bei über unter bei Deutschland mehr als 2,5 Tore, eine 1,7. Das ist definitiv zum Eintüten, weil man muss ja allein schon mal drüber nachdenken. Die Quoten machen ja gar keinen Sinn, so wie sie sind. Da kriegt die Ukraine eine Quote von 12 und Deutschland 1,33. Das heißt, die Buchmacher gehen ja eigentlich schon von einem großen Unterschied aus. Das heißt, dass die Deutschen ja wohl auch diese zwei Tore Vorsprung vielleicht schaffen. Und dann ist ja der Schritt zu über 2,5 eigentlich ein kleiner. Und da gefällt mir diese Wette auf über 2,5 wesentlich besser als auf eine Siegwette in irgendeine Richtung. Also ja. In dem Fall, ja. Das ist doch eine Wette, die wir einloggen werden. Ich denke auch nicht, dass der Jogi Löw jetzt irgendein Trainer ist, der seinen Spielern jetzt den Marsch bläst oder da voll euphorisch die Leute anschreit, jetzt strengt euch mal an. Aber falls das macht, sind Tore vielleicht doch vorprogrammiert und 3 würden ja schon reichen oder 2, falls wir uns hinten in der 92. Minute wieder einen fangen. Und generell schaut euch auch die anderen Spiele an, der Kleinen. Wenn man da 2, 3 Spiele mit über 2,5 Tore kombiniert, dann kommt da eine richtige schmackhafte 2,5, 2,8er Quote raus. Das ist so eine generelle Empfehlung. Und jetzt kommen noch unsere Spielergebnistipps, Radek. Wer startet? Ich. Ja. 1-2 wird kein schönes Spiel. Oh. Doch so knapp, dann würde sich ja wirklich eine Wette auf die Ukraine eher lohnen. Also ich sag, die Deutschen schaffen es schon, hier 3 zu erzielen. Die Frage ist nur, wie viele die Ukraine schießt. Die hat ja immerhin auch gegen Frankreich ein Tor geschossen. Also scheint die Offensive jetzt nicht so komplett daneben zu sein. Sie haben Schewtschenko als Trainer. Eben, also von daher ist ein Tor eigentlich auch gegen Deutschland drin, also vor allem die deutsche Verteidigung, die jagt jetzt auch keinem mehr Angst ein. Auf der anderen Seite, klar, wenn Timo Werner wieder dabei ist, kann der schon mal zuschlagen, aber ein 3-1, du sagst 2-1, bei mir gibt es eine leicht bessere Quote und alles in allem, ja. Sind wir gespannt, was ihr dazu sagt, zu diesem Kracher. Und dann nerven wir euch nicht länger. Ja, bis zum nächsten Länderspiel. Wir freuen uns schon drauf. Montag.